deinen Gedanken befindest du dich an einem wunderschönen, klaren, großen Gebirgssee. Du stehst direkt am Ufer und kannst sehen, wie sich der blaue Himmel in der spiegelglatten Oberfläche spiegelt. Die Luft ist frisch und klar und du atmest mit jedem Atemzug die Reinheit und die Klarheit dieser Luft ein. Dein ganzes Sein ist erfüllt von dieser glasklaren, frischen Luft. Und jeder Atemzug lässt dich freier fühlen. Jeder Atemzug verbindet dich mehr mit dem Ort, an dem du dich befindest. Nimm wahr, was du um dich herum erkennst. Das Schilf, das Gras, auf dem du stehst, die Geräusche des Sees, ein leichter Wind, der dir über die Haut streicht, und über allem eine klare Frühlingssonne, strahlend und hell, und du wendest ihr dein Gesicht zu und spürst die angenehme Wärme auf deiner Haut. Und so stehst du einfach da und verbindest dich. Atmest die Luft, spürst die Freiheit in dir, die Berge am Horizont. Hey, oh.
Du nimmst wahr, wie sich plötzlich über den See eine Gestalt nähert. Wehende, wunderschöne Kleider. Eine strahlend schöne Frau, die auf einer Lotusblume über den See auf dich zuzuschweben scheint. Sie kommt näher und näher. Und der Anblick lässt dich staunen. So eine Anmut und Grazie und gleichzeitig so eine große Bescheidenheit, die von ihr ausgehen, machen dich sprachlos. Du siehst ihre Gestalt leicht durchscheinend in wunderschönen Farben. Und ein großer Drache, der sie begleitet, der sie umspielt wie der Wind, ihre Kleider wehen lässt. Sie ist nun am Ufer angekommen und steigt von ihrer Lotusblume zu dir auf das Gras. Sie lächelt dich an und du kannst in ihrem Blick eine große Liebe und unglaubliches Mitgefühl für dich erkennen. Es ist, als würde sie dir direkt ins Herz sehen können. Als wüsste sie alles über dich und dein Leben. Als wüsste sie genau, welchen Schmerz du gerade in dir trägst. Und alleine dieser Blick bringt so viel Linderung. Sie lädt dich ein, gemeinsam mit ihr auf die Lotusblume zu steigen. Und du zögerst nicht lange. Und schon bald gleitet ihr, genauso wie sie gekommen ist, über den See dahin. Ihr sprecht kein Wort. Und doch findet eine Unterhaltung auf Herzensebene statt. Alleine in ihrer Präsenz zu sein, macht jedes Wort unnötig und überflüssig. Du fühlst, dass sie dich versteht, dass sie jeden kleinsten Gedanken versteht, jedes kleinste Gefühl, nichts, was du erklären müsstest. Du kannst einfach sein. Dich einfach hingeben in diese Ruhe und in die Stille. Das Wasser hinterlässt keine Spuren, wenn ihr mit der Lotusblume darüber gleitet und du schaust in das klare Wasser hinab. Und du siehst, wie Fische und allerlei Seebewohner euch folgen. Es ist, als würde ein Riesenschwarm unter Wasser euch folgen. Und auch der Drache fliegt durch die Lüfte und umringt euch. In der Ferne siehst du schneebedeckte Gipfel. Sattes Grün, wunderschönes Blau und immer wieder diese Stille und Klarheit
das Gefühl, einfach nur zu sein.
kommt auf der anderen Seite des Sees an und landet genauso sanft, wie sie zuvor an deinem Ufer gelandet ist. Ihr betretet wieder das Land. Doch dies scheint eine völlig andere Gegend zu sein. Alles leuchtet in kristallfarbenen Farben. Kristallines Grün, kristallines Blau. Farben so durchschimmernd und leuchtend, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Selbst die Berge scheinen aus reinstem Kristall zu bestehen. Ihr geht nun direkt auf einen großen Berg zu. Er hat eine wunderschöne Form. Eine Form, die dir sehr bekannt und vertraut ist. Du hast das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Noch immer schweigt die Frau neben dir. Doch alleine mit ihr zu sein und ihr Lächeln zu spüren, und ihre Sanftheit erfreuen dein Herz. Und so lächelst du in dich hinein, während ihr weiter auf den Berg zugeht. Sie macht eine Handbewegung und zu deinem Erstaunen öffnet sich der Berg in eine große Höhle. Ihr betretet sie und du kannst deinen Augen kaum glauben. Das Glitzern und die Klarheit des Kristalls, das dich umgibt, sind atemberaubend. In allen Regenbogenfarben leuchtet es von den Seiten, von der Decke. Und ein sanftes, diffuses Licht leuchtet in dieser riesigen Kristallhöhle. So stehst du einfach nur da und nimmst diesen Ort wahr. Ich werde hier auf dich warten, sagte die Frau. Nun ist es wichtig, dass du mit meinen Begleitern mitgehst. Und noch ehe du fragen kannst, wen sie denn meint, siehst du kleine, leuchtende Zwerge, die direkt auf dich zukommen. Voller Freude umringen sie dich und begrüßen dich und du beugst dich hinunter und begrüßt sie ebenfalls. Sie winken dir zu, voller Aufregung, du mögest ihnen folgen. Es scheint nicht sehr oft zu sein, dass Menschen diesen Ort betreten. Und so sind sie voller Freude, dir ihr Zuhause zu zeigen und dich noch tiefer in den Berg zu führen. Und so folgst du ihnen, und sie führen dich durch hohe Gänge, die ebenfalls leuchten, glitzern und wie durchscheinend wirken. Sicher führen sie dich durch das Labyrinth, und du fragst dich, wo du dich gerade befinden mögst und ob du alleine jemals den Weg zurückfinden würdest. Aber all die Zweifel zerstreuen diese fröhlichen Genossen um dir, um dich herum.
Sie unterhalten sich in einer schnellen Sprache, deren Laute du kennst. Und irgendwie kannst du auch verstehen. Und sie stellen Fragen, die dich betreffen. Wie geht es dir? Was du mitgebracht hast, fragen sie dich. Ob du schon mal an so einem Ort gewesen bist. Was dich an diesen Ort geführt hat. Und ob du wohl genauso aufgeregt bist wie sie. Gleich müssten sie da sein, sagen sie dir. Gleich. Und eine weitere Biegung. Und noch eine Biegung. Eine weitere Abzweigung. Du hast keine Ahnung, wie lange ihr durch diese Gänge lauft. Es können auch Stunden gewesen sein. Nun öffnet sich eine noch größere Halle als zuvor. Der Lichterschein in allen Regenbogenfarben und in einem Licht, das du noch nie zuvor gesehen hast. Durchströmen die Halle. Die Wände sind so kunstvoll ausgeschlagen. Überall siehst du kleine Ornamente im Kristall. Ornamente, von denen wieder ein ganz besonderes Licht ausgeht. Von jedem ein anderes. Die Frequenz in dieser Höhle lässt deinen ganzen Körper kribbeln und versetzt dein ganzes Sein in eine sanfte Schwingung. Auch deine Begleiter sind stehen geblieben und sehen dich an, wie du staunst. Sie sehen sich an und lächeln. Scheinen fast ein wenig zu kichern. Und du dankst ihnen, dass sie dich hierher geführt haben. Und fragst, was nun als nächstes geschieht. Und sie sagen dir, dass du erwartet würdest. Von wem, fragst du dich. Und noch ehe du dies beantwortet bekommen kannst, siehst du, als du den Kopf zu deiner Linken drehst, ein wunderschönes, großes, strahlendes Bergwesen. Es ist ebenso leuchtend und durchscheinend wie der gesamte Berg. Und es hat eine ähnliche Ausstrahlung und Sanftheit wie die Dame, die dich über den See gebracht hat. Du neigst den Kopf zur Begrüßung und auch das Wesen neigt seinen Kopf vor dir. Es ist von langer, schmaler Gestalt und in glänzende, schillernde Gewänder gehüllt. In einem Stoff, den du noch nie zuvor gesehen hast. Er scheint flüssig und kristallin gleichzeitig zu sein. Das Wesen lädt dich ein, zu folgen. Und deine Begleiter
bleiben zurück und so gehst du alleine mit dem Wesen in einen weiteren Teil der Halle, an dem bereits alles für euch vorbereitet ist. Ein großer kristalliner Sessel, ein kleines Tischchen, alles aus Kristall, die Oberfläche spiegelglatt poliert. Und wieder überall die Ornamente, die in ihren jeweils ganz eigenen Farben leuchten. Ihr nehmt Platz und zu deinem Erstaunen ist der Untergrund nicht hart, sondern angenehm weich und passt sich perfekt deinem Körper an. Wie auch immer du Platz nimmst, sitzt du perfekt, bequem. Du atmest tief, um dich ein wenig zu sammeln. Und die erdige Klarheit des Wesens und der Blick, der ebenso direkt in dein Herz gereicht. Lassen dich nicht wissen, was nun zu sagen ist. Worte sind nicht wichtig, beginnt das Wesen mit dir zu sprechen. Und die Stimme ist so lieblich, so kristallklar, dass jedes Wort wie Glocken in deinen Ohren klingt. Wichtig ist dein Gefühl. Wichtig ist das Gefühl der Verbundenheit. Wie sehr bist du verbunden mit dir? Wie sehr bist du verbunden mit diesem Ort? Ist dieser Ort nicht auch dein Ort? Wie sehr bist du verbunden mit der Erde, mit dem Himmel? Und was hält dich davon ab, diese Verbindung zu spüren? Ich sehe, dass du etwas mitgebracht hast, das nach Veränderung sucht. Und dies ist der Grund, weshalb du heute hier bist. Ich möchte dir Gelegenheit dazu bieten. Zunächst ist es wichtig, dass du das Gefühl, was du in dir trägst, genau wahrnimmst. Wo spürst du es in deinem Körper? Wo befindet es sich? Ist es eine Leichtigkeit oder eher eine Schwere? Ist es ein dichtes Gefühl oder eher Weite? Auf welche Bereiche deines Körpers wirkt sich dieses tiefe Gefühl, das du in dir trägst, aus? Habe den Mut, einfach nur zu fühlen und wahrzunehmen, dass es da ist. Du bist in einem sehr sicheren und geschützten Rahmen. Dieser Raum ermöglicht dir, dich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, auf eine sehr besondere Weise. Daher nutze die Gelegenheit.
Ich nehme wahr, dass dieses Gefühl, was du spürst, verbunden ist mit einer anderen Person. Und so lass uns diese Person nun rufen. Und du kannst in der Stille den Namen des Menschen oder des Tieres rufen. Auch dies ist eine Verbindung. Bevor du etwas weiteres sagen kannst, beginnt das Wesen an einer großen Klangschale zu rühren und beginnt, dir fremde Töne zu machen. Es bittet dich, die Augen zu schließen und ebenso die Seele, die du berufen hast. Visualisiere Licht in dem Bereich deines Körpers, in dem du die Schwere wahrgenommen hast. Visualisiere Licht um dich herum. Und augenblicklich beginnt der ganze Saal in einem wundervollen, goldenen, gleißenden Licht zu strahlen und zu scheinen.
Das Leuchten wird wieder weniger und du atmest tief in deinen Körper hinein. Du kannst spüren, dass das Licht, das dich umgeben hat, dein ganzes Wesen vollkommen durchdrungen hat, sodass auch du nun, wenn du an dir heruntersiehst, ebenso leuchtend und durchscheinend bist, wie das wundervolle Wesen, das vor dir steht. Es lächelt dich an. Und du spürst eine Leichtigkeit im Herzen. Du kannst nicht genau beschreiben, was, aber du weißt, dass sich etwas verändert hat. Und als ob das Wesen deine Gedanken lesen konnte, antwortet es dir: Ja, die Veränderung beginnt in deinem Herzen. Bringe Licht, bringe das Licht an die Orte in dir, die dich schmerzen. Bringe das Licht in dein Herz. Und halte diese Flamme für immer. Lass sie dich von innen heraus strahlen, erstrahlen lassen. Lass sie dir den Weg leuchten. Lass sie dir Hoffnung schenken und Zuversicht. Bringe das Licht in dich. Und zu allem, dem du begegnest, da es durch dich wirkt. Dies ist die Kraft der Veränderung, die einem jeden innewohnt. Genieße noch einen Moment das Licht. Thank you.
Ihr erhebt euch und verneigt euch. Du spürst eine große Dankbarkeit, die dein ganzes Sein ausfüllt. Ebenso wie das Licht, das immer noch da ist. Das Wesen begleitet dich zurück durch die Hand. Zu deinen kleinen Begleitern, die nun ihrerseits staunend vor dir stehen. Und sich über dein Leuchten und an deinem Leuchten erfreuen. Du lächelst ihnen zu und bedankst dich bei dem leuchtenden Kristallwesen. Ihr verabschiedet euch und schon geht es zurück durch die vielen Gänge, durch den Berg. Es ist, als würdet ihr im Zeitraffer durch die verschiedenen Labyrinthe laufen. Und doch hast du das Gefühl, gemächlich und voller Ruhe durch den Berg zu schreiten. Diese Gleichzeitigkeit verwirrt dich ein wenig, da du sie nun noch mehr wahrnimmst als zuvor. Und gleichzeitig lässt du dich einfach hineingleiten, bis ihr letztlich wieder in der Eingangshalle ankommt. Die schöne Frau wartet auf dich. Und so verabschiedest du dich auch von den kleinen Kristallzwergen, die sich murmelnd und kichernd voller Freude und in größter Liebe von dir verabschieden, dir alles Gute wünschen und dir sagen, du mögest dich daran erinnern, dieses Licht in dir nie erlöschen zu lassen.
gehst auf die Frau zu, die dich milde und sanft anlächelt. Ich bin froh, dass du gekommen bist, sagt sie. Dein Leuchten hat sich so viel mehr erhöht. Damit taucht sie wieder in die Stille und nimmt dich mit sich in diesen Raum der Ruhe, der Verbundenheit, der Dankbarkeit und der Bescheidenheit. Ihr schreitet zurück aus der Höhle heraus und kehrt zurück zu der Lotusblume, die noch immer am Wasser wartet. Auch der Drache umspielt euch nun wieder in der Luft. Er kommt ganz nah an dein Gesicht und haucht dir einen warmen Lichthauch zu, wie ein leichter, sanfter Kuss auf deiner Wange. Voller Freude über dieses schöne Erlebnis steigt ihr wieder euer Gefährt, das nun langsam und ruhig und ebenso wie du es in dem Berg erfahren hast, schnell über den See dahin gleitet. Thank you.
Sanft landet er wieder an dem Ufer, an dem du ganz am Anfang gestanden hast. Die wunderschöne Frau lässt dich von der Lotusblume steigen und ihr verabschiedet euch. Du kannst in der Stille ein paar Worte an sie richten. Und so wie sie gekommen ist, schwebt sie über den See dahin und zurück, wird kleiner und kleiner, bis sie sich vollkommen aufgelöst hat und du wieder alleine am See stehst. Du nimmst die Umgebung anders wahr als zuvor, spürst deine Füße, spürst den Himmel über dir, nimmst dein Herz wahr, wie dein Körper lebendig und voller Freude für dich existiert. Und du kannst die Liebe spüren zu dir selbst, zu deinem Körper und zu allen Dingen, zu allen Wesen. Du nimmst einige tiefe Atemzüge und kehrst mit diesem Gefühl vollständig und mit allen Anteilen zurück in diesen Raum. Spüre, wie dein Körper auf dem Boden liegt und bewege langsam deine Zehen, deine Finger, deine Hände, deine Arme. Und wenn du bereit bist,